Das hier ist angeblich das beste Survival-Feuerzeug der Welt, gesehen und gekauft auf Amazon, nämlich mit einem integrierten Akku und Lichtbogen. Das soll alles anzünden, in jeder Situation. Haha, aber das gute alte Big, ich würde die zwei gegeneinander antreten lassen. Was ist das bessere Survival-Feuerzeug? Dieser Krimskrams oder das gute alte Big-Feuerzeug? Lass es uns rausfinden. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf waldurlaub.at. Das hier ist ein Lichtbogenfeuerzeug. Das Ganze ist wasserdicht und stoßfest eingepackt. Gibt es in vielen Farben, ich habe natürlich orange gewählt. Hier hast du einen Sicherheitsschutz. Drauf drücken, Feuerzeug geht auf. Hat ein bisschen Suchtpotenzial, muss ich zugeben. Und dann gibt es hier innen den Knopf, drauf drücken und dann geht diese Lichtbogenquelle Anzünd-Dingsbums dahin. Ja, ob das wirklich funktioniert? Was sich die Chinesen natürlich überlegt haben, wenn hier schon ein Akku eingebaut ist, denn das Ganze kannst du wieder aufladen mit einem USB-C, das heißt Powerbank oder Solaranlage, und du machst das Ganze wieder, ja, machst das Ganze wieder voll. Das ist sicher ein Vorteil gegenüber so einem Gasfeuerzeug. Aber sie haben gedacht, wir müssen irgendwas noch dazugeben. Das verkauft sich sicher viel besser, wenn viele Funktionen dabei sind. Und deswegen ist eine Taschenlampe mit dabei. Und das ist auch grundsätzlich gar nicht mal schlecht und die funktioniert auch gut. Aber wenn da in der Hosentasche, im Rucksack oder im EDC-Beutel hier unabsichtlich was draufkommt und dann leuchtet das die ganze Zeit, ja, dann hast du weder eine Lampe noch ein Feuerzeug. Also das taugt man nicht so. Aber egal. Jetzt möchte ich sie endlich gegeneinander antreten lassen. Im Übrigen, billige Eigenwerbung, das ist unser Ranger-Leiter. Was bedeutet das? Du kannst ein herkömmliches Big-Feuerzeug hier reinbringen, hast automatisch einen wasserdichten Zunderbeutel mit dabei, kannst da Tampon oder sonst was reinstecken. Wie komisch ist aber so. Und dann auch noch einen Brandverstärker. Gibt es natürlich billige Eigenwerbung bei mir im Shop, gebe ich da unten den Link. Aber jetzt geht's weiter. Nehmen wir zwei Papierfetzen, ja, Taschentücher. Also ich mutmaße, dass das bei dem Big auf jeden Fall funktioniert. Aber geht das überhaupt mit diesem Lichtbogending? Brennt beides. Das war jetzt gefühlt ein bisschen schneller, aber ja, funktioniert. Gut, 1:1. Ein Hölzchen anzünden. Das ist Fichte hier. Und oh. Ja, brennt. Okay, ja, so, jetzt nehme ich den Teil ab. Ja, das ist alles mit der Glut. Derselbe Stock, nur etwas weiter oben oder unten. Geht genauso mies. Ist aus. Funktioniert nicht. Ist aus. Warum funktioniert das nicht? Vielleicht ist der Akku aus. Gut, aber jetzt habe ich den Vorteil, das aufzuladen. Also dass das jetzt so schnell ausgeht. Gut, ich habe es im Vorfeld nicht aufgeladen, sondern einfach ja, gekauft. Wir laden das jetzt mal auf. Ja, aber die Lampe geht. Komisch. Gut, dann haben wir hier USB-C. USB-C, achso, das ist jetzt kein USB-C, aber warte kurz. Im Lieferumfang ist ja gestanden, da ist ein Zubehör dabei. Ah, schau her. Also hier haben wir den USB-C-Anschluss und was ist das? Das ist so ein Pfeife und so. Ja, wurscht, klumpert, wurscht, egal. Das blaue Licht geht an, also ich mutmaße, das ganze Teil wird geladen. Funktioniert das eigentlich dann? Nein. A few moments later. Na gut, jetzt muss es aber reichen. Jetzt haben wir es 45 Minuten aufgeladen. Angeblich dauert das Ganze 1,5 Stunden, bis es komplett voll ist. Und jetzt schauen wir, oder ist es kaputt? Wir werden sehen. Nein, brennt eh. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Stock gepasst hat. Wir müssen es noch einmal machen. Big-Feuerzeug mit dem Ranger-Leiter. Also du hast halt da schon eine richtige Flamme. Das ist schon was anderes. Aber brennen mag das auch nicht. Das hier? Ja, das brennt aber auch nicht so schlecht, gell? Mit dem Zeug, das ist alles feucht. Aber wir könnten Locken machen. Wir werden das mit einem Spitzer machen, und zwar trockenes Holz. Man muss halt recht nah an das Holz ran. Aber dann funktioniert das schon irgendwie. Naja. Na gut, dann machen wir bald Späne für das Big-Feuerzeug.
Und wenn dich das Gebommel stört, abziehen und das Feuerzeug allein benutzen. Hier habe ich halt den Vorteil, ich mache gleich eine größere Flamme. Aber wenn Wind geht, dann geht es natürlich nicht. Das ist der Nachteil. Aber bei Windstille, glaube ich, ist das die bessere Methode. Hm? Ja. Dann werden wir ein paar Locken machen. Und zwar mit dem René Rossmann Irrwiss. Gibt es natürlich bei mir im Shop, ist eh ganz klar. Nehmen wir das Survival-Feuerzeug. Die Bedienung ist irgendwie blöd, weil es ist irgendwie. Ja, aber egal. Man muss ganz nah ran an das Holz, okay? Da, jetzt brennt's. Hat ein bisschen gedauert, aber gut. So, schöne Locken. Na gut. Naja, brennt schon schneller. Die Flamme, die du da hast, ist halt schon ein Vorteil. Ja. Muss da jetzt schon fair sein? 1:0 für das Pick, also 2:1 in der gesamten Situation. Ist so. Also was mich bei dem nämlich wirklich stört, ist, dass man da genau an die Position kommen muss und dann fängt sie ins Brennen an. Also vielleicht bei einer Zigarette oder so mag das ja okay sein. Aber hier habe ich halt gleich eine Flamme. Aber es gibt eine Situation, wo ich glaube, dass das Big-Feuerzeug keine Chance hat. Nämlich bei Wind. Haha, ich bin der Wind. Und jetzt das hier. Ich blase zwar das Feuer wieder aus, aber das hier, dem ist das egal, ob Wind geht. Das bedeutet, das könnte als Sturmfeuerzeug sozusagen durchaus interessant sein. Und zwar dann, wenn ich einen Zunder mit dabei habe, der nur einen kleinen Funken braucht, nur einen kleinen Impuls, damit er Feuer fängt. Und das könnte natürlich das hier sein. Und wieder zurück ins Behältnis. Und jetzt simulieren wir wieder den Wind. Hahaha, klar. Kommt immer wieder, weil hier ein Fett mit drinnen ist. Und das brennt halt auch gut bei Wind. Und ja, also da hat dieses Teil die Nase vorn. Irgendwie 2:2. Und jetzt müssen wir noch in die Bedienung gehen. Also ich finde das hier angenehmer, hat aber den Nachteil, dass es nach einiger Zeit hier heiß wird. Das ist mir hier bei dem nicht aufgefallen. Und ja, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil von dem Teil. Und was aber wieder ein Nachteil ist, du musst relativ nah an das Brenngut hinein und das fängt dann ins Brennen an und das schreckt und das ist unangenehm. Also das ist vielleicht auch nicht optimal. Wo halt hier der Vorteil ist, ich kann das mit einer einfachen Akkubank wieder aufladen. Das geht hier nicht. Also wenn das einmal leer ist, dann kann man nur mehr ein paar Funkis machen und das ist halt auch dann nicht mehr dasselbe. Aber was wird im Wasser passieren? Die erste Frage ist, ist das überhaupt komplett wasserdicht? Das werden wir rausfinden. Jetzt schauen wir mal. Ja, das schaut noch immer wasserdicht aus. Und was ist, wenn jetzt das hier reinfällt? Könnte das sein, dass dann die Elektronik kaputt ist? Und deswegen mache ich das nicht, weil der Hersteller ja auch sagt, es muss so transportiert werden und so ist es wasserfest. Da rinnt sicher alles rein in den Akku und funktioniert dann immer. Also in geschlossenen Zustand, top. Gut, also das Big-Feuerzeug funktioniert jetzt noch und jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt dann auch funktioniert. Hey, schau, das schwimmt ja richtig. Oder ist das jetzt Zufall? Nein, das schwimmt. Lustig.
Nach ein paar Minuten intensiven Bemühen kriegt man das natürlich auch wieder hin. Aber da hat das Teil natürlich einen Vorteil. Aber es gibt doch etwas. Wenn das irgendwie kaputt wird, weil ich es offen liegen lasse und es regnet drauf, dann ist es kaputt. Dann kann ich's, ist es weg. Das hier kann ich wieder austrocknen. Und wenn ich nichts aufmachen will, lasse ich ein paar Stunden liegen und trocknet aus und funktioniert wieder. Also als echtes Survival-Feuerzeug wäre mir das hier lieber. Auch das Handling ist bei dem gar nicht mal so einfach. Ich meine, es geht natürlich, ja, es funktioniert ja auch, aber man muss relativ nah an das Brenngut rein. Wenn es Zigaretten sind, Tampons oder Taschentücher oder Zeitungspapier, dann ja. Aber ich sag's noch einmal, als Überlebensfeuerzeug ist mir das hier lieber. Aber ich sag sowieso, dass unser XL-Feuerstahl für eine Survival-Situation neben dem Big-Feuerzeug die beste Lösung ist. Ich weiß nicht, sag du mir, wie viele Punkte du jetzt vergeben würdest. Ich habe aufgehört zum Zählen. Sag du mir, was ist das Teil, das du rausnehmen würdest? Ich gebe dir den Link zu dem und natürlich zu dem. Und ich sag nur, ach, vergiss diesen neumodischen Kram. Nimm ein Big mit und einen Feuerstahl.